Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 4 mit Paxis. Wir werden jetzt erstmal die Klamotten wechseln, weil wir brauchen, wie gesagt, einen wunderschönen schnicken Anzug. Korrekt, die Schuhe hat er schon richtig an. Jetzt gehen wir zum Treff mit, ich weiß nicht, wie der Typ ist, Johnny oder so. Wir gehen auf jeden Fall zu unserem J. Dafür rufen wir am besten wieder ein Taxi an. Roman, my cousin. I'd really like a cab if you could send one to me. You're my cousin, Nico. How can I refuse? There is a cab on its way. Aus dieser Richtung diesmal oder was? Okay. Vielen Dank, du unfreundlicher Pisser. He's doing good, but he still get me to pick up his piss. Ach, Jimmy heißt das, Jimmy Pecorino. Da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt, müsste jetzt der ganz große Boss sein, oder? Von der italienischen Mafia. I certainly did not enjoy the driving of you. Ah, Mist, hätten wir. Wäre mit dem Auto angenehmer gewesen, hätten wir hier vorlaufen oder was? Ist ja peinlich. Wenn wir nicht mit der dicken Karre vorfahren können. Hat auf jeden Fall ein schönes Haus, wie es aussieht. Schönes Anwesen. Bin ich aber gespannt. Pecorino's war viel zu schnell. Yeah. I'm here to see Mr. Pecorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. P. I'll deal with this. Yeah. I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah, 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 yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem, and you're gonna deal with it. Or you're not going to deal with it, and you're going to be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's going to be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pecorino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Oh, boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Kleines Geschenk oder was zum Einschleimen. Die Verhältnisse scheinen ja nicht optimal zu sein zwischen den beiden. Ja, schönes Auto.
Ja, eigentlich ist das da drüben geiler. Ach so, okay, wir müssen das. Nico, right? Skipper said you'd be driving. Sit down's over at the old refinery in the After Industrial Park. Okay, ich kann das Auto nicht nehmen. Verdammt. What are you waiting for? Hit it. Let's go. So, Vorsicht, ich fahre mit einem ganz großen Boss, da sollten wir jetzt keinen Fehler erlauben. Soll er denken, dass wir der geilste und krasseste Fahrer aller Zeiten? Wir sind der Transporter. Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses would be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Pavanos wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook! Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Pavanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookings. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to ask them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Er ist ja auch sehr jähzornig, wie mir erscheint, und hat, ja, Untergebene, die ihn anscheinend sehr mögen, aber das scheint nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Und wir sind perfekt gefahren bisher, nicht mal eine kleine Delle oder Schramme oder sonstiges. Oh, hier dran kann ich mich auch noch irgendwie erinnern. Es gibt, glaube ich, gleich eine richtig fette, große Riesenballerei. Schauen wir mal, aber okay, wann gibt's das schon mal nicht, ne? Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans rump there if this thing kicks off? Was ist denn das für ein Scharfschützengewehr? Sieht auf jeden Fall krass aus, als was wir sonst hatten. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over the meat. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwed up for no good reason. Okay. Begib dich zum Beobachtungspunkt und bewache das Treffen. Ja, bis wir oben sind, können wir ja dieses Gewehr erstmal wegstecken. Sind wir. War hier unten gerade was? Die Schrotflinte liegt da, okay, nicht schlecht. Gut, wenn man sonst keine Waffen hat, wenn man die Mission hier antritt, ist es, denke ich, ganz gut, wenn da noch eine Schrotflinte liegt. Wobei die Distanz natürlich miserabel ist. Aber wir haben ja genügend Waffen, wir haben ja alles, was wir brauchen. Und ich freue mich schon auf dieses neue Gewehr. Oh, das ist falsch. Ah. Wache Pecorino. Da hat man ja schon ein viel geileres Tieffernrohr und kann auch ein bisschen näher zoomen, würde ich sagen. Okay, ja, relativ schnell. Nur Pecorino hat überlebt, oder was? Oh, fuck. Was ist denn das Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Okay, er lebt noch, oder? Und er ist aber verletzt.
Kommt noch irgendjemand? Oder kann ich jetzt runtergehen? Sollen ja beschützen, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt runtergehe, es kommen noch Gegner, dann schießen sie ihn natürlich ab. Aber ich glaube, ich habe alle, oder? Okay. Schnell nach unten gehen. Waffen werden wir erstmal keine brauchen, es sei denn, die haben es ganz hinterlistig gemacht und mir auch noch zwei, drei Leute auf den Hals geschickt, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Denn die waren noch hinter dem Typ her und haben auch nicht damit gerechnet, dass der so schlau ist und ja, ein Heckenschütze im Endeffekt positioniert. Wo läufst du denn hin? Was? Was? What the f... Wo kommen die denn alle her? Fuck. Boah, die treffen aber, die treffen ja übelst gut. Verdammt, ey. Oben ist auch noch irgendwo jemand. Schießen echt nicht schlecht, die Typen, ey. Scheinen auf jeden Fall auch M16 zu haben und die scheinen, also wie gesagt, die haben mich jetzt ziemlich, ziemlich mürbe gemacht. Ist das der Pegorino oder ist das... Ich hab grad Angst, dass ich auf meinen eigenen Mann schieße. Ah, nee, Glück gehabt, ey. Boah. Diese Pegorino, bevor er stirbt. Ah, ja, da wollte ich lang gehen. Okay, dann wollen wir uns mal beeilen. Komm schon, komm schon. Ich höre zwar noch Leute reden, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass der mir wegstirbt, wenn ich hier jetzt zu langsam mache. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Pegorino ist tot, genau. Auf jeden Fall, Digga, auf jeden Fall. Meine Fresse, nochmal machen. Wer schießt denn hier auf mich? Ich will die Musik nochmal machen. Spasten, ey, was für eine Scheiße. Was ist los? Ich will die Mission nochmal machen. Oh, jetzt drehe ich aber mal komplett frei. Jetzt ist es reicht nicht. Weste. Oh, mein. Fuck! Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Und jetzt kann ich nicht mal das Ding machen, weil der mich angeschossen hat. Also ich kann diese Missionswiederholung nicht machen, weil der Typ mich genau in dem Moment angeschossen hat, als ich das Handy in der Hand hatte und er hat es irgendwie abgebrochen. Jetzt kann ich ihn... Oh, fuck! Das hätte ich noch verschluckt, ey. Oh, fuck! Mann! Läuft ja gar nichts mehr. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Ach, sei ruhig, ey. Ah, hier bin ich wieder mitten im Nirgendwo. Wie komme ich denn jetzt wieder zu mir? Och, Mann. Mama. So ein Dreck, ey. Hier steht ja auch wieder nirgendwo ein Auto. Da drüben eins, weiß ich. Komm schon. Oh. Steig ein und fahr weg. Diesmal konnte ich es verhindern. Fahr doch mal. So ein Dreck, so ein riesengroßer Dreck, wirklich. Riesengroßer Dreck, wir fahren jetzt hier hin. Was für ein riesengroßer Scheißdreck. Fuck, ey. Ich bin aufgeregt. Das ist echt mal wieder, nachdem die letzten Folgen eigentlich ziemlich geil waren, ziemlich gut liefen. Mal wieder eine richtig ärgerliche Folge, sage ich mal. Also für mich persönlich jetzt vor allem, dass ich hier so gefailt habe. Ey, das ärgert mich jetzt aber. Verdammt. Was mich noch fast noch mehr ärgert, als die Tatsache, dass ich die Mission nicht beim ersten Mal geschafft habe, ist die Tatsache, dass ich diese Wiederholung nicht direkt machen konnte, weil der Typ auf mich ballert und das dadurch irgendwie abgebrochen wurde. Das regt mich ja auch extrem auf.
Boah, was will denn der? Nico, zieh ein paar respektable Klamotten für das Treffen mit Jimmy an. Anzug, Krawatte, Schuhe, das volle Programm. Hallo, das weiß ich doch, da war ich ja auch schon. Ja, wir machen jetzt erstmal hier beim Kollege. Industrial Action. Müssen wir vielleicht direkt wieder in dieses Gebiet jetzt hier. Industriegebiet. Hey, you got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. You need to eliminate 3 targets at the refinery in the Actor Industrial Park. Okay, dann werden wir uns erstmal die Weste hier holen und was auch immer da für eine Waffe da für mich offen hält. Ah, Scharfschützengewehr. Sehr toll. Mit dem haben wir ja gerade eben schon eine Mission versaut. Also nicht speziell mit dem Gewehr, aber ihr wisst, was ich meine. Over here! Fällt mir ein, wir hatten schon lange kein blaues Männlein mehr auf der Karte, also schon lange keine Nebenmission-Handlungen. Wir müssen das mal. Sorry, man, this is the close I can get you. Boah, das sind aber viele. Wie komme ich denn da hin? Kann ich hier hoch? Gehen wir ja hoch. Mal gucken, ob das was bringt. Bin immer noch nicht auf der gleichen Ebene. Okay, dann wird's blöd, weil dann muss ich wieder runter. Oh, verdammt. Oh. Nichts klappt so, wie ich das will. Was sind die denn? Ah, da drüben. Ich hatte, glaube ich, gerade jemanden gesehen. Wenn ich also jetzt theoretischerweise hier hochgehe, dann müsste ich die von hier abschießen. Also, Paxis, du bist echt behindert, bist du. Hatte ich schon mal irgendwann gedacht, dass du behindert bist? Du bist einfach nur behindert. Was machst du denn? Oh, ich bin so dumm, das gibt's überhaupt nicht. So, jetzt aber. Hier hochgehen, gleiche Ebene. Die dann schön aus der Dizzy, so Distanz, ein-, zweimal in den Kopf schieben. Ich denke, ich gehe direkt ganz hoch, oder? Das würde am logischsten sein. Ich sehe schon welche, aber wie gesagt, ich gehe ganz hoch, das soll am besten sein. Damit ich alle direkt sehen kann. Und ich ständig die Ebenen wechseln muss. Vielleicht rennen die ja auch weg, dann sollte es ganz gut sein, wenn ich, wie gesagt, alle erschießen kann. Was macht denn der da drüben? Der arbeitet hier, oder? Oh, das sind aber viele, verdammt, sind das viele. Und die haben alle Scharfschützengewehr, oder? Weißt du, genau. Wie realistisch ist das denn bitte? Ich muss mich aber beeilen, weil die können ordentlich Damage machen, ey. Oder hatten die alle M16s? Das habe ich nicht so richtig erkannt, muss zugeben. Das ist echt jeder schießt, krass. So. Ah, fuck, die rennen ja weg. Die rennen ja weg. Nein! 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 Oh, nein! Ich wollte einfach nur aufstehen. Ich wollte mich einfach nur aufrichten. Und nicht mehr geduckt sein, damit ich besser schießen kann und bessere Sicht habe. Oh, und der springt drüber und bringt sich um. So was müsste doch verboten werden. Oh, was ist denn das für eine Folge wieder? Was ist denn das für eine Folge? What the fuck? Oh, meine Fresse, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Ich gehe jetzt im Internetcafé und lese mir noch ein paar E-Mails durch, ey. Oh, fuck. Krass. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was war denn das? Was ist das für eine perverse Folge? Ein schöner Sprung in den Tod, ey. Aber ein wirklich super schöner Sprung in den Tod. Hast du meinen Durchbiffen oder was, hä? Ach so, okay. Fuck, ey, was war denn das für ein Kack wieder? Krasses Ding, ey. Ey, meine... Oh, das ist mein PC. Jetzt gehen wir einfach hier rein, ey. Ich mache jetzt eh nichts Wichtiges. Lese noch ein paar E-Mails. 3 Stück. Hat die Mutter mal wieder eine geschrieben?
Brusi natürlich. Nicky, wir haben den richtigen eingeheizt. Was? Wir haben den richtigen eingeheizt. Es war irre, mit dir was zu unternehmen, Alter. Dieses Rennen war überirdisch. Ich kann es kaum abwarten, dass du ins Fitnessstudio kommst und dir ein paar ordentliche Muskeln und eine scheiß Sonnenbräune zulegst. Mann, du bist ein Sieger, aber du siehst nicht danach aus, Amigo. Jedenfalls war dieses Rennen echter Wahnsinn und ich bin stolz dabei gewesen zu sein. Wir sind was Besonderes, Mann. Wir sind Sieger. Ich muss weg. Auf mich wartet ein Dreier mit einem Zwillingspärchen. Weiber natürlich. Keine Kerle. Darauf stehe ich nicht. Ich nagel Frauen und prügel Männer und nicht andersrum. Man sieht sich, Brusi Kibutz. Ja doch. Danke, Brusi, du bist der Mann, zu dem ich in dieser Welt am meisten aufsehe. Dein Nico. Was ist los? Was schreibt... Das ist Ironie, oder? Das ist doch Ironie. Das meint er doch nicht ernst. Sehr geehrter Herr Frau, ich bin Mr. Luke Mark, der Fünft. Buchprüfer der Bank of the North International Bulimia Fact. Ich habe den Mut, um Nachsichtigkeit und allgegenwärtiges Licht für dieses wichtige Geschäft zu ersehnen. Da ich glaube, dass sie mich nie enttäuschen werden. Weder jetzt noch in der Zukunft. Oder meine Freundin vögeln oder sie fetten werden. Vor einigen Jahren hat ein Berater, Subunternehmer der amerikanischen Bergbauindustrie bei der Nigeria National Petroleum Oil and Fossilized Fishes Corporation, ich benötige ihre Hilfe, um ein paar meiner Anteile in ihrem Land zu investieren. Ich freue mich auf ihre baldigste Antwort. Schade, dass man hier nicht so einen Scheiß antworten kann. Lächeln. Der Re-Manager Mike. Vielen Dank, dass Sie das Bestätigungsformular ausgefüllt und übermittelt haben. Sie sind der große Gewinner beim Mega-Rubbellos-Lotto. Wir verifizieren gerade Ihre Anfrage. Zwischenzeitlich müssen Sie sofort eine Zahlung für unsere Bearbeitung und Transfergebühren in Höhe von 5.625 Euro vornehmen. Dies ist üblich, wenn Sie in der europäischen Lotterie gewinnen. Die erheben jede Menge Steuern und geben das Geld dann für Käse und Gesichtsbehaarung für Frauen aus. Beste Grüße, Sie sind ein Gewinner und kein Verlierer wie Ihre Freunde. Nur Gewinner gewinnen in der Lotterie, dann verlässt Sie vielleicht Ihre Frau und Drogen. Was ist Lotteriemanager Mike? Europäisches Lotteriekommission. Da steht echt viel Scheiß drin, ey. Sehr geil. Naja, gut, würde ich sagen, beenden wir diese sehr unglückliche Folge. Euer Selbstmordkünstler Paxis. Tschüssi.